Servus. Ich hole die Peppi für Butterbrot. Ja, da unten beim Eck da. Ja, im Rechtshaus. Ja, genau, da Rechtshaus. Ganz hinten. Ja, okay, danke. Danke. Ja, danke. 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 Ciao. Ja, oh Gott, muss nicht umdrehen. Weißt du? Butterbrot steckt so unwahrscheinlich viel Wissen drinnen, das ich brauche, damit ich wirklich ein Butterbrot machen kann. Wissen, Erfahrung, Arbeit, Zeit. Und zwar noch. Ja, hallo. Wo sind die Kinder? Die sind nur oben, aber die werden gleich kommen. So, Professor, ich bin noch aufgeklärt. Der Baum ist eigentlich voll gut dran. Der rutscht voll auf. Servus. Voll gut. Hallo. Kommt jetzt noch wer da? Nein, wir waren die Letzten. Nein, Alter. Das ist wieder oberlässig, ha? Nichts, Alter. Nichts, Alter. Kannst du uns mal kurz erzählen, was da oben eigentlich passiert, wo wir da gerade sind und was da eigentlich passiert? Also ich sitze da jetzt auf der Kalkkettelalm. Mhm.
Und die Kalkkendelalm ist nicht nur eine bewirtschaftete Alm, sondern auch eine Schule. Mhm. Seit 13 Jahren. Und ich lade Kinder ein, die da herkommen und mit mir Brot backen, mit mir Butter machen, Frischkäse, Kräuter pflücken und Kräuter verarbeiten. So ganz einfache Sachen, zum Beispiel Kräuterlimonade. Und ich möchte da als ehemalige Volksschullehrerin einfach was verwirklichen, was in der Schule so sehr schwer möglich wäre zu tun. Das Thema ist einfach Landwirtschaft und Essen. Wo kommt unser Essen her? Weil ich finde, es ist einfach kein selbstverständliches Wissen mehr. Kannst du es nochmal starten? Soll ich das aufschreiben, wo das ist?